Herzlich willkommen zu einem neuen Video von die RC-Freunde Bayerwald. Ich würde sagen, mit dem Video fangen wir an. Wir haben jetzt in Gran Canaria angekommen. Wir haben gleich mal einen ersten RC-Shop ausfindig gemacht. Wir haben tatsächlich einen gefunden, einen RC-Performance in Gran Canaria. Ne? Er ist da hinter mir, Canari macht ihn. Wir schauen mal jetzt mal rein, was der RC hat. Geil, oder? Andreas, wie geil ist das? Hola, ich darf mich nicht reingehen. Also bei uns heißt es wie jedenfalls, Manzer ist am Start, schau hin. Bin geil. Traxxas, jawohl. Einmal Traxxas Fanboy. Da ist da was drauf, ne? Schauen wir mal da noch hin, schauen wir mal da drüber. Kühlen für Unroad, Karosserien für Unroad. Reifen haben wir da, schau. Fliege, da oben ein Fliege. Da ist ausgeführt, schau. Der schaut gut aus, da. Mega gut, schau her. Das ist ja eine große Drohne da oben, schau mal die. Das ist ja Wahnsinn. Ja, cool ist auch. Sehr, sehr cool. Das ist von The Island. Moor? Oder? Glaub dort. Hallo Englisch! Hallo! Ich schreibe es jetzt in Übersetzer rein. Machen wir noch einen kleinen Dummschwenk. Ja, er hat schon ein bisschen was da. Kyosho. Also, er wird am Anfang geschafft. Okay. Ich schreibe es jetzt nicht. Da ist ein defekter X-Max, schätze mal. Das ist jetzt schon, dass wir einen Strafzettel kriegen. So, jetzt haben wir einen RC-Shop gefunden. Also es gibt anscheinend noch einen irgendwo im Einkaufszentrum oder so. Den suchen wir aber nicht mehr, weil wir haben schon auf dem Weg zum Flughafen. Aber wenn ihr Ersatzteile braucht, dann seid ihr in Gran Canaria, der hat was. Er kann Traxxas Sachen richten, er kann nicht gescheit Englisch, beziehungsweise er kann gar nicht Englisch. Aber er hat dann so einen Übersetzer in seinem Laptop drin. Voll geil! So, jetzt geht's wieder heim. Ja, im Großen und Ganzen war es echt ein geiler Trip nach Gran Canaria. Eine RC-Performance, eine Filiale haben wir abgecheckt. Ne? Ist auch so ein kleiner Shop, wie der RC-Performance hat. Aber ist auch nicht der Kerl gewesen. Genau, jetzt sitzen wir da, warten wir auf unserem Flieger. War ein geiler Trip nach Gran Canaria. Auf jeden Fall wissen wir überhaupt noch nicht, also ich weiß überhaupt noch nicht, wie wir das Video machen sollen. Sollen wir einen langen Spielfilm draus machen, sollen wir mehrere kurze Videos machen. Das muss meine Schnittmeister entscheiden. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein, wie wir es machen sollen. Vielleicht habt ihr eh eine Idee. Wir haben natürlich übelst Filmmaterial gemacht, gell? Danke.
Genau, wir haben nicht die Leute kennengelernt, einen Benji, einen Surfer und seine Freundin Angie. Das sind Camper, die campen unten am Strand, keine Ahnung, wie lange dass die da bleiben. Und voll, voll cool. Dann haben wir Jeta. Gut, habe ich nicht merken. Aber sie können sie meinen Namen, glaube ich. Ja, meinen Namen können sie schon merken. Also Jeta und ein Özkan haben wir auch kennengelernt. Die haben wieder ein Pickup da, auch voll nett. Haben wir sogar Müsli gekriegt, gell? Ja. So geil. Beim Fisch haben wir uns keinen gefangen. An dem Tag. Ich hoffe, dass er auf Nacht, er ist nochmal auf Nacht ausgerückt. Ich hoffe, dass er da was gefangen hat dann. Genau. Und jetzt einen Höhlenmenschen haben wir auch kennengelernt. Nee, der heißt sogar Andreas, so wie ich. Der hat sogar gesagt, you can feel this energy. Er hat gesagt, I can feel the energy. Ja, er hat es auch gefühlt, die Energy. Ne? Genau, und jetzt geht es heim im Bayerischen Wald, in Schnee. Und dann gibt es wieder Schneevideos. Also, ich schätze mal, dass es im Winter ein paar warme Gran Canaria-Videos zum Sehen gibt. Ich würde sagen, das war's. In diesem Sinne, schaut vorbei, bleibt dran, was kommt. Schreibt es unten in die Kommentare rein, wie wir es machen sollen. Und haut rein, Freunde. Peace. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen, uns nicht vergessen. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen. Und Peace.